Hallo, in diesem Video möchte ich gern die Logitech Whiteboard-Kamera Scribe vorstellen und kurz testen. Die habe ich nicht gekauft, die wurde mir freundlicherweise von der Firma für einen Test zur Verfügung gestellt. Die habe ich hier an diesem analogen Whiteboard montiert. Das ist ein Besprechungsraum in der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und die ist jetzt per Kabel, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, an dieses Smartboard hier angeschlossen. Und naja, was ist die Idee dieser Kamera? Die Idee ist, dass man jetzt die Inhalte eines solchen analogen Whiteboards auch irgendwie in die digitale Welt rüber retten kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier eine hybride Lehrveranstaltung mit ein paar Leuten im Raum, die natürlich dieses Whiteboard sehen und mit ein paar Zoomies, die per Videokonferenz zugeschaltet sind und dann dementsprechend nicht direkt sehen, was hier auf so ein Whiteboard geschrieben wird. Und deshalb muss man jetzt irgendwie die Inhalte von dem Whiteboard auf den Computer bekommen. Das macht diese Kamera. Also diese Idee habe ich hier gerade schon mal erklärt. Das funktioniert nicht nur mit geschriebenen Sachen, das funktioniert auch mit so Post-its hier. Und das, was ich jetzt in dem Video weiter noch ein bisschen erklären will, ist vielleicht so der Aufbau und die Einrichtung dieses ganzen Setups. Und man sieht schon, während ich das hier anschreibe, bin ich so ein bisschen halbtransparent zu sehen. Und dann erscheint da wie von Geisterhand die Schrift auf dem anderen Display. Ich würde ein bisschen auf Bild und Ton eingehen. Gerade Ton ist ja für so Videokonferenzen und für hybride Formate fast noch wichtiger als das eigentliche Bild. Dann natürlich so ein paar Vor- und Nachteile dieses ganzen Setups erklären und am Ende vielleicht ein kleines Fazit ziehen. So, und während ich das jetzt angeschrieben habe, mit diesen neuen Whiteboard-Stiften hier, habe ich extra neu aufgemacht von der Firma Schneider Max 290. Keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich finde, man kann sie ganz gut hier sehen, man kann sie auch ganz gut dort sehen. Also das ist so die grobe Idee. Ne? Man hat Leute, die im Raum sitzen und irgendwie möchte man halt die Inhalte auch vielleicht archivieren, irgendwie live per Video übertragen. Das ist jetzt die Idee dieser Kamera. Eigentlich soll man die hier so ein bisschen über dieses Whiteboard anbauen. Ich wollte jetzt keine Löcher in die Wand bohren, deswegen habe ich mir hier mit ein paar Winkeln einen kleinen Adapter gebaut. Und dann geht sie über dieses weiße Netzwerkkabel hier zu einem Adapter, mit dem sie mit Spannung, mit Energie versorgt wird. Und dann geht es über ein weiteres Netzwerkkabel zu einem USB-Adapter. Und der ist dann an den Computer angeschlossen, der hier hinter diesem Smartboard sitzt. Und dann wird diese Kamera dort eben wie eine ganz normale Webcam im Prinzip erkannt. Und die habe ich jetzt einfach in dieses Zoom-Meeting hier als eine zweite Kamera eingebunden. Und um mal zu zeigen, wie man diese Kamera kalibriert, stoppe ich jetzt einfach mal hier diese zweite Bildschirmfreigabe. Jetzt sieht man nur noch die Logitech Meetup-Kamera, die hier oben über mir an dem Smartboard angebaut ist. Und öffne mal die Logitech Sync-App. Und gebe jetzt diese mal in der Bildschirmfreigabe frei. Und dann sieht man hier, okay, hier wird eine Verbindung mit den Geräten hergestellt. Diese Meetup-Kamera wird hier auch gefunden und eben auch diese Scribe-Kamera. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier auch ein Bild bekomme. Okay, jetzt sehe ich hier auch den direkten Feed von der Kamera, was an der Stelle mich schon mal so ein bisschen stört, ist, dass hier oben schwarze Balken ergänzt werden. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren, aber egal. Und ich schalte mal diese optische Verbesserung aus, dann sieht man, was die Kamera eigentlich aufnimmt. Die nimmt natürlich so ein sehr verzerrtes Bild auf. Und wenn man sie anmacht, werden eigentlich automatisch diese Grenzen hier erkannt. Man kann die dann eben auch mit Grenzen bearbeiten, so hinschieben, dass man hier irgendwie einen ziemlich guten, beschreibbaren Bereich von diesem Smartboard hinbekommt. Ich bestätige das jetzt einfach mal und schalte diese optische Verbesserung wieder an. Und dann sieht man eben nur den Bereich und dann erhöht die Kamera entsprechend automatisch den Kontrast und macht da ein ganz nettes Bild draus. Das ist so die Idee, das ist die Einrichtung. Damit stoppe ich mal nochmal diese Bildschirmfreigabe, beende mal dieses Programm und gebe einfach den Inhalt der
Scribe-Kamera als Inhalt einer zweiten Kamera wieder in Zoom frei. Das ist jetzt natürlich genau die falsche Kamera. Das ist eine weitere, die hier vor mir steht, eine Logitech Brio. Und damit schalte ich nochmal auf das Scribe-System. Okay. Und ich mache jetzt mal das, was ich im Prinzip irgendwie so in der Elektrotechnik machen würde. Schaltbilder anzeichnen, zum Beispiel einen Spannungsteiler. Und das kommt natürlich dem, was man sonst so im normalen Unterricht, sage ich mal, macht, relativ nah. Vorteil ist definitiv, man kann hier stehen, man kann hier ein bisschen rumlaufen, man kann halt als Lehrperson das machen, was man sonst macht, ein bisschen mit den Armen gestikulieren. Gegenüber der reinen Online-Lehre sitzt man nicht nur da. Man kann schön mit den Armen und so auf Sachen zeigen, je nachdem auch allein, wo man hinguckt, kann man natürlich ein bisschen den Fokus lenken. Aber man sieht schon, das funktioniert dummerweise eben eigentlich nur gut für die Roomies, für die Leute, die hier im Raum sitzen. Dadurch, dass die Kamera, also ich kann mich ja mal mit Absicht so ganz komisch da vorstellen, also die filmt ja eben nur dieses Whiteboard und das heißt, egal was ich hier vor gestikuliere und mache mit meinen Armen, das sieht man eben halt leider nur im Raum. Man sieht nur die eigentlichen Whiteboard-Inhalte, dass das hier aufgeschrieben wird. Das wird halt in die Videokonferenz übertragen. Das ist schon mal irgendwie sozusagen Vor- und Nachteil zugleich. Ansonsten ist es natürlich so, wie das bei einem klassischen Whiteboard ist. Ich kann hier verschiedene Farben benutzen und kann die Spannung hier in grün einzeichnen. Dann könnte ich die Ströme in rot einzeichnen. Und dann sieht man, dass diese Farben auch relativ gut von der Kamera erkannt werden und dass auch nochmal der Kontrast entsprechend verstärkt wird, sodass das da auch aus meiner Sicht relativ nett aussieht. Also Bildqualität, das ist, soweit ich weiß, eine Full-HD-Kamera, gibt es aus meiner Sicht erstmal nichts auszusetzen. Wie gesagt, diese relativ blass-gelblichen Post-its hier, die werden auch ein bisschen farbintensiver, wenn ich die hier anpinne. Und man sieht, es dauert immer einen Moment, bis die wirklich so erkannt werden und dann halt auf dem Videobild erscheinen. Ton ist jetzt so, was ich relativ gut finde, ist, dass Logitech sich nicht getraut hat, in diese Kamera jetzt noch ein Mikrofon reinzubauen, weil das wäre eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das wäre wieder so wie so ein Raummikrofon, das würde halt super viel Raumhall mit aufnehmen. Deshalb trage ich jetzt hier einmal ein Holyland Lark 150 Ansteckmikrofon, was über einen Sender hier in den Computer reingeht und dann trage ich noch ein zweites Rode Wireless Go Mic oder Rode Wireless Go, was jetzt an das Handy geht. Einfach weil ich an zwei Geräten parallel aufzeichne, musste ich jetzt irgendwie zwei Mikrofone tragen. Also das vielleicht zum Thema Bild und Ton. An diesem Aufbau, das, was mit den Netzwerkkabeln natürlich nett ist, Netzwerkkabel kann man nahezu beliebig lang verlängern, sodass der Computer jetzt auch viel weiter wegstehen könnte. Hier ist das natürlich in diesem Setup eigentlich total absurd, das von einem analogen Whiteboard auf ein digitales Whiteboard, auf ein Smartboard zu projizieren, aber demonstriert doch aus meiner Sicht ziemlich gut, was hier so passiert. So, jetzt vielleicht Nachteile, Fazit für mich. Braucht man sowas aus meiner Sicht eigentlich nicht wirklich? Also ein definitiver Vorteil ist, wenn man so ein analoges Whiteboard hat, okay, dann kann man mit dieser doch recht preisintensiven Kamera das irgendwie schaffen, in sehr brauchbarer Qualität, das halt in ein Videokonferenzsystem wie Zoom zu übertragen oder da halt auch ein Video mit aufzuzeichnen. Was mich jetzt definitiv noch stört, sind diese schwarzen Streifen oben und unten, die meines Erachtens dadurch herrühren, dass die Grenzen, die ich jetzt hier kalibriert habe, dass die eben nicht einem 16:9 Format entsprechen. Müsste man sich jetzt überlegen, wie man das irgendwie machen kann, diese Software, keine Ahnung. Aber diese schwarzen Streifen da oben bringen jetzt aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel. Und ja, das ist aber dann auch im Prinzip nahezu der einzige Vorteil. Wie gesagt, das, was ich jetzt hier mache, das, was ich gestikuliere, das sieht man halt nicht. Also das sieht man vielleicht auf so einer Raumkamera, das sieht man jetzt auf einer zweiten Kamera auf dem Handy. Also das bringt wirklich nur einen Vorteil, wenn man sagt, ich habe so ein analoges Whiteboard und auf Teufel komm raus, auf Biegen und Brechen will ich das jetzt irgendwie in so eine Videokonferenz bringen.
Das, was ich jetzt ansonsten eher machen würde, ist, ich würde einfach so ein Zeichentablet nehmen. Dieses hier ist jetzt per Bluetooth mit dem Rechner verbunden und ich stoppe jetzt mal wieder diese Bildschirmfreigabe hier und gebe mal einfach ein analoges oder naja, ein rein weißes Whiteboard frei hier auf dem Computer und setze das mal in den Vollbildmodus und schalte mal die Kamera um auf diese Brio-Kamera hier. Und dann ist das aus meiner Sicht doch irgendwie auch ein sehr nettes Setup für die Hybridlehre. Also zumindest dann, wenn man jetzt so ein Smartboard hier hat, weil hier kann ich eben auch sehr schön Sachen anzeichnen, also diesen gleichen Spannungsteiler zum Beispiel mal. Ich kann auch hier problemlos andere Farben verwenden. Ich kann wieder grün verwenden, meinetwegen für die Spannungspfeile. Und ich kann rot verwenden für die Ströme. Ich kann Sachen hier sehr einfach abspeichern. Und durch dieses Smartboard wird das natürlich hier von den Leuten im Raum gleichermaßen gut gesehen wie von den Leuten, die per Zoom zugeschaltet sind. Und der Vorteil ist, dass die Zoomies in dem Fall natürlich über diese Kamera hier mich auch viel besser sehen, was ich dazu erzähle, was ich dazu spreche, was ich zeige und so weiter und so fort. Natürlich kann ich jetzt hier nicht so schön was mit dem Arm zeigen, aber ich kann natürlich einfach hier auch mit dem Zeichentablet da Sachen highlighten. Das ist jetzt so ein bisschen, okay, wir haben eben kein analoges Whiteboard mehr, wir nehmen gleich irgendwie ein digitales Whiteboard. Da braucht man auch kein Smartboard, um das im Raum zu sehen. Das könnte jetzt natürlich auch einfach eine Beamerwand sein oder ein großer Fernseher. Die Touch-Funktionalität von diesem Smartboard hier nutze ich ja überhaupt gar nicht. Würde ich auch nie nutzen, weil man dann, naja, also so ähnlich, wenn ich hier was erkläre, ja, wenn eine Kamera von da kommt oder sie von da, irgendwie filmt sie mich dann doch halt immer nur von hinten und ich muss mich die ganze Zeit umdrehen. Das ist definitiv so ein Vorteil von dieser Geschichte hier. Also wenn jetzt mir hier noch ein paar Leute gegenüber sitzen könnten, könnte ich ganz nett in die Gesichter dieser Leute schauen. Ich kann auch in diese Kamera schauen. Ich werde von den Roomies und von den Zoomies gut gesehen. Und rein prinzipiell könnten natürlich auch andere Leute, die hier mit im Raum sitzen, sich mit in die Videokonferenz einwählen, könnten dort Inhalte zeigen. Auch die Zoomies können Inhalte zeigen. Das ist ja auch definitiv noch ein Nachteil von diesem analogen Whiteboard. Da kriege ich jetzt keine Inhalte von den Zoomies drauf, keine Inhalte von externen. Also höchstens, die sagen mir was und dann schreibe ich das halt auf. Und jeder, der hier was aufschreiben, anpinnen will, der muss natürlich da auch tatsächlich physikalisch hinlaufen. So ein Zeichentablet hier, das könnte ich auch im Raum herumgeben und dann könnten da auch andere Lernende was hier draufschreiben, irgendwelche Formeln, die Spannung U1 ist irgendwas und so weiter und so fort. Und müssten sich gar nicht so exponiert vorne hinstellen, was vielleicht auch nochmal eben ein Vorteil dieser Geschichte ist. Und was mir jetzt an dieser Zeichentablet-Geschichte hier besonders gut gefällt, ist, ich mache nochmal die Bildschirmfreigabe aus, dann sieht man mein Kamerabild größer und mache mal eine vorbereitete Aufgabenstellung hier zum Beispiel auf und gebe jetzt nochmal einfach den ganzen Bildschirm frei. Und dann ist das ein Riesenvorteil eben des Smartboards oder eines Setups mit Beamer, mit einem Computer, dass ich vorhandene Schaltung nutzen kann und da einfach drüber zeichnen kann. Und das geht jetzt eben mit diesem analogen Whiteboard leider auch nicht. Wenn ich da schon Schaltung habe, müsste ich ja jedes Mal vorher raufzeichnen. Und hier könnte ich jetzt eben super Sachen ergänzen und sagen, hier diese Spannung, das ist dieses und jenes und kann hier halt beliebig drüber zeichnen und sagen, wenn ich die dann umwandle in einen Zeiger, diese Spannung hier, dann sind das halt meinetwegen 250 Volt mal E hoch J 90 Grad oder sowas in der Art. Ne? Also ich kann halt einfach über vorhandene Sachen beliebig reinzeichnen, drüber zeichnen. Das geht natürlich nicht nur so Aufgabenheften, sondern ich könnte auch einfach das, was man ja in der Praxis vielleicht auch häufig macht, mit dem Computer was rechnen, was simulieren und dann kommt da ein entsprechendes Diagramm raus und dann kann ich halt in diese Diagramme reinzeichnen, einfach mit dem Overlay in Zoom und kann halt sagen, okay, das hier ist jetzt für diese Sinusfunktion hier
Meinetwegen die Amplitude, ne, das ist U-Dach. Und der Abstand von hier nach hier, das ist halt eine Periodendauer. Und das sind lauter so Sachen, die man halt mit so einem analogen Whiteboard nicht machen kann. Da kann jetzt natürlich zugegebenermaßen diese Kamera nichts für, aber mit einer weiteren Webcam, einem Beamer und so einem Zeichentablet ist man vielleicht ungefähr in der gleichen Preiskategorie, kommt natürlich auf den Beamer an, den man da kauft, wie mit dieser Kamera und kann da aus meiner Sicht viel flexibler und viel toller mit agieren und dann eben solche hybriden Lehrszenarien, Lehr- und Lernsettings umsetzen, viel flexibler irgendwie Erklärvideos erstellen und wird dann doch von den Zoomies nochmal besser gesehen als über diese Logitech Scribe-Kamera, die ansonsten aber eben ein sehr tolles, sehr schönes, sehr scharfes, sehr kontrastreiches Bild von diesem Whiteboard erzeugt.